hatte auch Lust, ein reicher Mann zu sein. Und wenn auch nur für eine Weile. Ich war heute bei Tante Huse. Sie sagt, du sollst zum Gericht gehen, nach Briesen. Die Leute sind alle auf deiner Seite. Ach, eine Mühle, die nicht mehr vorhanden ist. Wie soll das Gericht sie wieder herzubringen? Meinst du, dass ich es mir sehr zu Herzen nehme, dass mein weniges Gut alles verloren ist? Meinen Träumen ist allen der Boden gerissen. Gern hätt ich dich glücklich gesehen, Maria. Ich glücklich? Bin ich nicht glücklich mit dir? Die Leute im Dorf sind alle zu mir gekommen. Sie sind nicht mehr hingegangen zum Johann. Die armen Leute mit ihrem wenig Getreide. Du hast ihnen Geld gegeben. Da konnten sie ihre Steuern bezahlen und mussten nicht mehr die Ferkel verkaufen. Darum hat dich der Alte gehasst. Hab ich ihnen das Leben hier leichter gemacht, war auch mit Glück für uns etwas Geld zu verdienen. Maria, mein Traum ist verflogen. Lass ihn, lass fliegen davon, den Vogel mit buntem Gefieder. Schau ihm nicht mehr nach, ich bin hier, Liebster, bei dir, für dich bin ich da. Wir leben die kleine Zeit. Ich wollte für uns ein anderes Leben, dass du dich nicht abplagen musst. Mit der Mühle ging alles verloren. Für uns ist kein Glück. Hast du geglaubt, Habedanks Tochter will sich in deine Mühle setzen und feine Hände bekommen? Levin verdient viel Geld, so viel Geld wie der alte Deibel vielleicht oder noch mehr. Hast du geglaubt? Wo steht geschrieben, dass einer sich nur immer abplagen muss? Muss man denn immer vergessen, dass man auch ein Mensch ist? Mein Levin nicht mehr.